Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator. In dieser Folge werden wir uns einen eigenen Bagger zulegen und werden dann hier dieses kleine Fundament ausheben, weil drüben geht ja ein Aufzug dann runter und da muss man ja natürlich irgendwo wieder mit dem Aufzug hochkommen, gehe ich mal jedenfalls stark davon aus, dass es so geplant ist. Wir begeben uns jetzt aber erstmal zum Fahrzeughandeln, weil wir werden uns einen Bagger kaufen. Wir haben 399.000 Geld zur Verfügung und das muss ausgegeben werden. Und ich freue mich drauf. Ja, müssen wir nur mal schauen, welchen Bagger wir uns kaufen. Atlas Raupenbagger ist ja eigentlich auch schon mal nicht verkehrt. 195.000. Was haben wir hier noch Schönes? Wir haben einen Mobilbagger. Ist ja eigentlich auch nicht schlecht, wenn man mobil mit unterwegs sein kann. Was haben wir noch Schönes? Wir haben hier einen Raupenbagger. Der ist natürlich ein Träumchen. 250.000. Von Cat. Dann haben wir noch was. Hier haben wir noch einen Raupenbagger. Dusan sagt mir aber gerade nichts. 250.000 auch. Liebherr-Raupenbagger wäre natürlich auch richtig ein Träumchen. Ich glaube, wir nehmen uns den Liebherr. Mobilbagger ist halt mehr was Kleineres. Eigentlich für den Einsatz würde es auch was Kleineres machen, aber wir haben Geld und ich habe Bock auf einen großen Bagger. Wir haben Geld und ich habe Bock auf einen großen Bagger. Irgendwann kaufen wir uns auch noch so den kleinen hier. Den hatten wir ja schon ein paar Mal ausgeliehen. 160.000, aber ich habe gerade wirklich Bock auf den großen Raupenbagger von Liebherr. Und deswegen würde ich sagen, 250.000, ich halte mal A gedrückt. Ja, immer her damit. Wir haben einen großen Bagger. Oh, da steht er. Ist komplett übertrieben für diese Baustelle. Aber ey, was man hat, hat man. Da ist dieses Ausbaggern wenigstens in 2 Sekunden erledigt. Das ist aber auch ein Riesenteil. Ich hätte mir den erstmal angucken sollen. Ich hoffe, wir können mit dem überhaupt dahin fahren. Ich hoffe, wir können mit dem überhaupt da an die Stelle ranfahren. Oh, das wird jetzt spannend. Das wird jetzt spannend. Das ist halt komplett übertrieben. Und ich muss erstmal meinen LKW umparken. Wahrscheinlich, wenn ich mit dem dahinter fahre über die Gleise, ist danach die Gleise kaputt und der ganze Weg dahin. Oh, das könnte spannend werden. Da bin ich jetzt mal gespannt. Aber wenn der wirklich dahinter fahren kann, dann haben wir wahrscheinlich mit einer Schaufel das komplette Loch ausgehoben. Da bin ich mal gespannt. Da freue ich mich jetzt drauf auf die Fahrt. So, ich hoffe halt wirklich, dass es klappt. So, Warnlicht an, ganz wichtig. Dann gehen wir uns mal ins Cockpit und ich fange mal an, mich zu bewegen. Das ist aber auch ein Mordsteil. Also es ist wirklich vielleicht 5 Stufen zu groß für diese Baustelle. Der Bagger ist größer als das Gebäude fast. Es ist wunderbar. Ob ich größenwahnsinnig bin? Nein, ich doch nicht. Das ist einfach toll. Glück ist hier keine Oberleitung. Das hätten wir die jetzt wahrscheinlich schon abgerissen. Ah. Übertreiben kann ich. Das ist super. Wunderbar. Na, dann bin ich mal gespannt, wie viel Schaufeln wir wirklich brauchen. Es ist halt die Frage, ob es nicht Sinn ergibt, wenn wir die Erde in unseren Pritschenwagen reinladen. Aber ich glaube, da haben wir ja sogar noch Kies drin. Ich glaube, wir haben da sogar noch Kies drin. Ja. Das macht dann keinen Sinn. Anderes Fahrzeug haben wir nicht. Mieten tue ich mir dafür keins. Also schmeiße ich die Erde einfach hinter mich und fahre dann am Ende wieder drüber. Ach, wie cool. Man kann hier sogar hochklettern. Schön viele Details. Ich liebe den jetzt schon. Es ist einfach ein Mordsviech. Ich find's geil. Ja, eigentlich müsste ich ein Bild machen. Auf jeden Fall. Ich stelle mich einfach mal, glaube ich, so daneben. So. Ja. Das. Und dann machen wir einfach mal ein kleines größenwahnsinniges Bild.
Ja, der sollte halt jetzt nicht perfekt passend sein für diese Baustelle. Der sollte einfach ein Bagger sein, mit dem man gut vorankommt, der ja groß ist für Großbaustellen, damit wir uns da dann nichts Großes mehr mieten müssen. Für kleine Sachen können wir uns ja irgendwann nochmal einen kleinen kaufen. Ist ja dann auch kein Ding. Hat man ja schnell gemacht. So. Ich blende mal alles aus. Wobei, ich würde gerne nochmal ein bisschen hier was anders positionieren, aber ich kann gerade die Sicht nicht bewegen. Jetzt geht's wieder. Ich glaube, ich würde das gerne anders darum neigen. Oder, nee, komm, lass mal doch so. Schneiden wir die Füße ein bisschen ab. Oder ich tue noch ein bisschen mehr rauszoomen. So. So finde ich es ganz cool. So, ausblenden. Schnell Fotos machen. Und dann geht's auch schon direkt weiter jetzt mit der ersten Bagger-Action. Unserem modsgroßen Viech. Es ist einfach so übertrieben. Es ist wirklich so übertrieben. Zack, ganzer Bahnhof verschwunden, alles weggebaggert. Ja, ich schmeiß das einfach jetzt alles mal hier hinter. Halt wirklich 2 bis 3 Schaufeln wahrscheinlich und wir haben das Fundament hier komplett ausgegraben. Ist schön. 2 Schaufeln, 50%. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Den hätten wir auch gebraucht für den Glasfaserausbau. Ey, wir wären so schnell fertig gewesen. Wären so schnell fertig gewesen. So, wir setzen hier gerade nochmal nach. Es geht aber auch 1000 mal besser als mit dem Kleinen. So, 75%, also 4 Schaufeln brauchen wir wahrscheinlich, bis wir hier fertig sind. Aber ich hoffe, ich kann da jetzt gleich noch vorbeifahren. Ich hätte es ein bisschen verteilen müssen. So, dann kratzen wir jetzt hier noch mit Gefühl ein bisschen was raus. Ah, 5% fehlen noch. Das schütte ich jetzt aber daneben, sonst wird der Haufen da einfach viel zu hoch. Ja, das hat es nicht besser gemacht. Kann noch mal ein bisschen verteilen hier. Ich muss ja auch irgendwie wieder zurückfahren. Über die Gleise fahren will ich nicht. Ich muss halt auf so eine Höhe machen, dass ich da vorbeikomme noch oder drüber fahren kann, problemlos. Ja, das geht. Ja, ich wollte es ja eigentlich in Pritschenwagen reinmachen, aber ja. Wir brauchen unbedingt auch noch mal einen zweiten Pritschenwagen oder irgendwas, wo man halt so Erde reinschmeißen kann und wegfahren kann. So, perfekt. Aber ich liebe das Bagger mittlerweile. Ich komme auch, glaube ich, recht gut damit klar. Also ich glaube, es sieht gar nicht so verkehrt aus, was ich hier mache. So, dann fahren wir da jetzt mal drüber. Ich denke mal, unser kleines Maschinchen wird es da locker drüber schaffen. Ja, problemlos. Das ist ein mega Teil, das schafft es. Hat auch, glaube ich, die Erde platt gedrückt. Ja. Finde ich aber auch geil. Finde ich aber auch geil, dass das Zeug vom Gewicht einfach platt gedrückt wird. Ich liebe das Bagger mittlerweile. Wir sollen noch ein Fundament ausbaggern. Sagt jetzt bloß, ich soll hier 30 Fundamente ausbaggern und ich tue die Erde hierher schaffen. Das. Ich glaube, ich muss den Kies leer machen. Ich tue mir hier nur ständig selber den Weg zu baggern wahrscheinlich. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Oder ich hole mir doch noch einen anderen LKW. Ich will den Kies aber eigentlich behalten. Vielleicht brauchen wir den nochmal. Ich muss auch vielleicht mal den Betonmischer ausschalten. Oder ich muss halt tatsächlich immer das wieder wegbaggern von mir und... Aber das ist halt auch Blödsinn irgendwie.
Was sagt denn die Jobbeschreibung? Fundament ausheben, Fundament, Fundament, Fundament. Ja, da müssen wir noch viele Fundamente ausheben. Ich glaube, wir holen uns noch irgendeinen LKW, wo wir die ganzen Sachen reinschmeißen können. Sonst haben wir da vielleicht wirklich irgendwie ein Problem oder die Erde liegt uns die ganze Zeit im Weg rum. Ja, ich mache eine Schnellreise hin. Wenn es geht. Dann holen wir uns noch irgendeinen LKW, wo wir einfach das Zeug reinschmeißen können. Ist, glaube ich, sinnvoller, als wenn wir uns jetzt wirklich ständig die Erde in den Weg legen und dann fahren wir wieder ein Stück zurück und dann tun wir die ganze Erde, die wir da hingelegt haben, wieder wegschaufeln. Das wäre ja auch irgendwie kompletter Blödsinn. Muldenkipper wäre doch eigentlich was ganz Feines dafür, würde ich mal behaupten. Gibt's das auch? Ja, MAN Muldenkipper. Gefällt mir. Gefällt mir. Würde ich mir gerne mieten. 120.000 kostet, da könnten wir uns auch theoretisch kaufen, aber nö. Da hinten steht das feine Teil. Was noch cool wäre, wäre, wenn man Anhänger dranhängen könnte. Dann könnte man nämlich die doppelte Ladung wegbringen mit einem Fahrzeug. Wäre natürlich auch eine richtig feine, geile Sache. Aber ich denke mal, so ist es jetzt die bessere Wahl. Hat uns zwar jetzt auch wieder Geld gekostet, aber ich denke mal, wir können jetzt einfach die Erde da reinschmeißen. Dann ist die weg, ist uns nicht im Weg und wir brauchen nicht ständig die Erde, die wir da hingeschmissen haben, wieder wegschaufeln. Ist, denke ich mal, die viel bessere Möglichkeit. Als jetzt einfach weiterzumachen. Hammergeil, Baustoffhandel, da sind wir wieder. Da liegen auch immer noch Teile. Ich frage mich, ob wir die noch brauchen oder nicht. Ich habe keinen Bock auf rote Ampel. Komm, wir machen einfach wieder die sinnloseste Schnellreise aller Zeiten. Aber ich denke mal, wir sind schneller, als wenn wir jetzt einfach an der Ampel da rumstehen die ganze Zeit. So, wir verdecken hier schön den Blitzer. Finde ich gut. Aber eins muss man sagen, ich habe jetzt mittlerweile so viele Fahrzeuge hier rumstehen und die Performance ist immer noch gut. Performance ist immer noch gut, immer noch keine Probleme mehr. So, ich hoffe, dass da jetzt kein Zug kommt, aber hier fährt nochmal keiner. Also an dem Bahnhof jedenfalls. Das Einzige, was man sagen muss, die Lichter sind nicht mehr so wirklich synchronisiert. Beziehungsweise die blinken nicht mehr weiter, wenn man jetzt aussteigt. Klar, die rundum leuchten schon, aber die Warnblinker nicht mehr. So, dann mache ich mal weiter hier. Und diesmal schmeißen wir die Erde direkt in den LKW. Jetzt vielleicht blöd. Ich hätte vielleicht mit dem LKW hier auch rückwärts hochfahren sollen, als ständig mit dem Bagger da hin und her zu gurken. Sind wir drüber? Ja, wir sind drüber. Jetzt sind wir über dem LKW. Gut. Haben wir jetzt gerade wirklich das Zeug daneben geschmissen? Nein, das ist doch reingefallen. Ich habe schon gedacht. Ich habe schon gedacht, ich habe jetzt alles hinter den LKW geschmissen. Ich will diese Haufen da mal ein bisschen wegmachen. Ist so ungemütlich, da drüber zu fahren. So. Muss nur gucken, dass wir da nicht runterfliegen auf irgendeiner Seite. Ups, da haben wir bisschen verfehlt. Bisschen verfehlt, aber passt schon. Ist der Muldenkipper schon fast voll. Mit so zwei Schaufelchen. Das ist natürlich auch fein. So, diesmal setzen wir nochmal ein bisschen weiter hinten an. Das erste Baggerloch sah auf jeden Fall schöner aus. Aber gut. Kann mal passieren.
Ich weiß ja nicht, was man mit der Erde dann anfangen kann. Ob man die verkaufen kann oder wegbringen kann oder ob... Keine Ahnung. Oder ob man die einfach dann irgendwo hinkippen soll, damit die Sachen weg sind. Das müssen wir dann auch noch austesten. Der robbt aber auch Material weg. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bedenke, wie das mit dem kleinen Bagger war. Man sollte auch rückwärts fahren. Ich hoffe, der hat hinten noch ein bisschen Platz. Ja, fällt zwar rechts und links ein bisschen was runter, aber das passt schon. Volle Schaufel. So, dann haben wir vorne noch ein Loch. Aber ich muss mir jetzt erstmal was mit dem Muldenkipper überlegen. Der ist voll. Was heißt befüllen? Ah, man muss also nicht mal mehr wegfahren. Man muss nicht mal wegfahren und die Sachen holen, sondern man kann das auch einfach hier über das Menü aufladen. Alles klar, okay. Das ist vielleicht fürs Let's Play gar nicht so schlecht, wobei es halt voll unrealistisch ist, aber eine gute Möglichkeit, sagen wir es mal so, leeren. Das heißt, wenn man es über das Menü leeren kann, kann man das bestimmt auch hier irgendwo leeren. Bauhof. Okay, nee, da kann man es nicht leeren, aber vielleicht kann man es beim Kieswerk oder so. Ja, hier kann man auch Sachen verkaufen. Ich würde gern gerade einfach mal hinfahren und gucken, wie man das eigentlich im Spiel loskriegen würde. Ich weiß, man hätte es auch jetzt über das Menü auswählen können, aber ich will mir mal anschauen, wo man Erde zum Beispiel hier loskriegt, wenn man das einigermaßen realistisch spielen will. Ich kann mir noch nicht genau vorstellen, wo. Okay, hier denke ich mal nicht. Ich verliere ja eh schon die Hälfte auf dem Weg. Hier durch. Ja, da kann man nur Erde aufladen. Hier kann man bestimmt tanken. Da ist Asphalt. Hier ist Beton. Kann man hier Sachen abladen? Ich weiß es nicht. Aber sieht fast so aus. Komm, wir fahren einfach mal rückwärts da dran und kippen das einfach. Oder hier vorne. Was steht da auf dem Schild? Kieswerk, der Sandmann. Komm, ich versuche einfach mal hier reinzukippen. Das wäre wahrscheinlich für Sand oder so. Aber was weg ist, ist weg. Es ist hundertprozentig falsch, aber es ist weg. Aber wir haben halt auch kein Geld jetzt dafür gekriegt. Also war es sehr wahrscheinlich falsch. Doch, wir haben Geld gekriegt. Alles klar. Also kann man das da einfach reinkippen. Und gut ist, weg ist die Kacke. Und dann können wir weitermachen. Alles klar, dann haben wir das jetzt wenigstens auch mal gesehen. Da kann ich es ja theoretisch das nächste Mal auch einfach über das Menü verkaufen. Aber wir haben jetzt so, glaube ich, mehr Geld gekriegt. Ich glaube, ein Tausender mehr ungefähr. Muss mal halt schauen, ob sich das dann lohnt für einen oder nicht. Aber hey, finde ich eine coole Möglichkeit. Weil anders wäre es jetzt echt unbequem geworden. Dann hätte ich das irgendwo hier hinkippen müssen auf die Baustelle, dann hätte ich das vielleicht auch wieder wegbringen müssen und sowas einfach zu entsorgen. Und man hat sogar noch Geld für gekriegt. Also zwei Fliegen mit einer Klappe quasi. Ist das wirklich so weit weg? Ich hätte gedacht, wir kommen mit dem Bagger ein bisschen weiter, ohne zurückfahren zu müssen. Aber gut, ich glaube, wir fahren mit dem Bagger einfach einen Meter zurück. Das ist, glaube ich, schneller und einfacher. Und ich verliere ja eh schon die ganze Erde auf dem Weg dahin und habe alles daneben geschüttet. Ja, passiert.
Gut, ich kann aber hier fast stehen bleiben und kann einfach runter und... Nee, dann reiße ich da vorne die ganze Erde weg. Ich habe gerade schon wieder voll drüber geschüttet, oder? Ja, klar habe ich. Zum Glück bleibt die Erde aber an der Stelle nicht liegen. Ja, es ist natürlich sehr professionell, was ich hier mache. Das täuscht halt immer so extrem. Man hat zwar seine Zielhilfe da unten, aber am Ende geht's doch daneben. Okay, das war aber anscheinend mal eine Ladung drin, ne? Ja, das hat auch gesessen. Sehr gut. Prozent. Dann muss ich nur noch wegfahren jetzt und dann müsste man das auch erledigt haben, theoretisch. Wie viele Fahrzeuge wir eigentlich jetzt hier schon rumstehen haben, ist schon Wahnsinn. Ich drücke immer zu schnell. So, jetzt aber. Noch ein Fundament ausheben. Okay, da muss ich den LKW doch nochmal leeren. Aber das machen wir jetzt ganz schnell über das Menü. Dann können wir uns auch die Schnellreisen ein bisschen sparen. Kriegen wir trotzdem Geld, aber nicht ganz so viel. Ja, am besten, wenn ich da wahrscheinlich rückwärts reinfahre. Muss mich jetzt eh auf die Gleise stellen. Aber hier ist ja momentan kein Zugverkehr, somit auch kein Problem damit. Wäre hier jetzt natürlich noch Zugverkehr, dass alle halbe Stunde da im Zug reinfährt, wäre die ganze Sache natürlich ein bisschen knackig. Aber so ist es machbar. Wird auch schon wieder Abend. Wir haben schon wieder 19.13 Uhr im Spiel. Also können wir den LKW auch besser beladen, wenn der so dasteht. Fällt mir ein bisschen besser. Tja, zweimal mit der Schaufel rein, schon 70%. Also der Bagger war auf keinen Fall ein Fehlkauf. Ich liebe den jetzt schon. Ich liebe den wirklich jetzt schon. Ja, dann hätte ich nicht die ganze Erde da vorhin drauf gekippt, dann wären wir auch schon fertig jetzt wahrscheinlich. Prozent. Das ging schnell. Das ging wirklich mal schnell. Ja, wir sollen den markierten Bereich räumen. Das machen wir jetzt auch so schnell wie möglich. Zack, Abschnitt beendet. Sehr schön. Baumaterialien liefern. Betonträger, Stahlträger, Palette, Wellblechplatten. Die hatten wir ja schon, zum Teil. Ich mach grad mal wieder schnell Dinge. Die hatten wir ja, glaube ich, schon zum Teil angeliefert. Das sind die restlichen Sachen wahrscheinlich, die wir vorhin gekauft haben. Das
Das nächste Mal ist es wahrscheinlich besser, man kauft wirklich nur die Sachen, die gerade angezeigt werden. Ich habe ja direkt alles gekauft, was angezeigt wurde. Wenn man aber sich wahrscheinlich durchliest und schaut, was da alles wirklich jetzt in dem Moment nur gebraucht wird, ich glaube, da hat man sich auch ein bisschen Arbeit gespart, wenn man dann genau weiß, was was ist. Und nur die Sachen dann hat, die auch wirklich in dem Moment gebraucht werden. Müssen wir mal schauen. Wir hatten ja vorne ein paar Sachen hingestellt. Wir können die aber vielleicht mit dem Kran hier hinterheben. Das wäre natürlich auch ganz praktisch, die Sachen, die wir jetzt schon da haben. Können wir ja gerade nochmal nachschauen und schon mal rumprobieren. Und die restlichen Sachen müssen wir dann halt holen. Noch und müssen die noch hierher bringen. Ist aber auch kein Ding. So, da stehen schon mal zwei Sachen. Müssen wir dann gucken, wo die halt hin müssen. Wir brauchen die auch nachher mit dem Pritschenwagen dann nicht hier ausladen. Wir können die dann einfach aus dem Fahrzeug lassen, auf dem Fahrzeug lassen und tun die mit dem großen Kran hier dann hinheben, wo sie hin sollen. Muss hier irgendwas davon hin? Ich glaube, hier vorne ist ein bisschen heller. Da muss dann wahrscheinlich abgeladen werden. Okay, das will dahin, dann kommt es dahin. Lampe. Ah, gerade noch gebremst. Ja, so viel ist ja nicht mehr zu holen, glaube ich. Bin eh gespannt, was jetzt noch da alles so draufgebaut wird. Oder hingebaut wird. Aber ich finde halt, die Frachten, da müsste man irgendwie noch so ein bisschen dran arbeiten, dass sie nicht so leicht aussehen. Ja, das schwankt so leicht und luftig, flockig durch die Gegend. Das sieht ein bisschen unrealistisch aus. Da müsste man das Gewicht so ein bisschen mehr merken, weil irgendwie finde ich, man merkt das am Kran so überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber ich meine, das sind so Kleinigkeiten. Meckern auf hohem Niveau, sag ich mal so. So, ich hoffe, die kommen auch hier hin. Wenn nicht, müssen die hinten hin, aber sehen wir ja gleich. Okay, nee, das muss nicht hier hin, das muss hinten hin tatsächlich. Ich hoffe mal, der Kran hat jetzt genug Reichweite dafür. Werden wir jetzt aber gleich sehen. Ja, da leuchtet schon eine Stelle hell. Müssten wir eigentlich problemlos hinkommen. Ja, die restlichen Sachen werden wir holen müssen. Mehr haben wir nicht mehr. Ich platziere den Kran aber schon mal so, dass wir dann direkt abladen können. Was eine riesengroße Baustelle. Es ist einfach auch wirklich krass, wie lange diese Aufgaben hier dauern. So, ich würde aber sagen, für die Folge war es das dann mal wieder. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit der Materiallieferung und bauen dann weiter. Bin mal gespannt, wie das Gebäude dann wirklich am Ende aussieht. Ich hoffe ihr auch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Würde mich mega freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy.